Ja, ich bin ziemlich viel mit Nightshade unterwegs. Die ist super cool. Super coole Katze. Die haben auch echt eine gute Kurvenlage. Sehr sportliche Tiere. Hallo und herzlich willkommen zu Arc Genesis, dem zweiten Teil natürlich. Wir sind wieder mit unserem Kätzchen unterwegs, mit Nightshade. Und Nightshade hat immer noch diese Mütze auf, ne? Diesen Hut. Den können wir auch nicht so einfach hier rauspacken. Also es ist nicht irgendwie so ein Kostüm oder sowas, sondern das ist irgendwie ganz komisch bei den, bei diesen, wie heißen die? Shadowmanes? Die haben nämlich... Ja, ja, ist ja gut, gleich. Chill mal jetzt, okay? Die haben so einen Sattel da drin, obwohl sie eigentlich keinen Sattel haben. Also die haben einen Sattelslot und der ist immer ausgefüllt mit diesem Armor-Stud. Und wie hoch der ist, hängt wohl vom Zähm-Level ab. Das heißt, wenn ihr ein höherleveliges Tier zähmt, dann ist der Wert höher. Wenn ihr ein Low-Level zähmt, dann ist der eben niedrig. Und der ändert sich auch nicht, wenn ihr das Tier erstmal gezähmt habt. Ich habe jetzt den Hut da drauf gezogen auf diesen Sattel. Das geht schon, aber man kriegt ihn nicht wieder runter. Dafür gibt es aber eine extra Funktion hier irgendwo drin. Die habe ich schon mal gefunden. Remove Skin. Und dann landet der Skin im Inventar und ja, die Katze sieht wieder etwas normaler aus. Okay. Ja, ich bin ziemlich viel mit Nightshade unterwegs. Die ist super cool. Super coole Katze. Die haben auch echt eine gute Kurvenlage. Sehr sportliche Tiere. Aber man läuft mit denen eh nicht viel, ne? Meistens springt man nur von A nach B und dann ist man eh ziemlich schnell da. Die Lauffunktion, die ist eher sowas, was man nicht so oft braucht. Hier haben wir wieder so einen Blueprint unterm Baum. Von Nida. Ja, Nida war das. Steht doch dabei. Mann. Unser HLNA wieder. Erzählt immer die gleichen Geschichten. Wie ein Plattenspieler oder sowas in der Art. Wer von euch sowas noch kennt, ist schon ein bisschen her, die Zeit der Plattenspieler. Auf jeden Fall sind wir heute wieder am Questen. Wir sind ja schon mal hier gestartet und haben eine Quest gefunden, bei der wir Merwings, ich weiß nicht, betäuben und fangen sollen. Irgendwie so eine Mischung da draus und die hat nicht funktioniert. Jetzt habt ihr schon in die Kommentare geschrieben, dass man da wirklich seine eigenen Darts mitbringen muss, scheinbar für die Quest. Was ich jetzt nicht so cool finde. Aber ich habe mal ganz viele eingepackt, habe uns ganz viele hergestellt. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus, wie das funktioniert. Wir wollen diese Quest ja wenigstens einmal abschließen. Wir haben auch jetzt diesen Explorer-Note-Buff, das ist ganz cool. Dann bekommen wir auch ordentlich XP. Und schon Mischlist. Jetzt probieren wir das einfach nochmal aus. Die hieß ja... Moment, wie hießen die? Merwing Poach, oder? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Irgendwie sind die alle als abgeschlossen markiert. Also so fleißig war ich dann eigentlich gar nicht. Kann ich mir gerade nicht erklären. Velonas haben wir eigentlich auch noch nicht gejagt. Okay. Wir probieren jetzt einfach mal diese Marrowing Poach nochmal. Auf Gamma, dass wir so ein bisschen rausfinden, wie die funktioniert. Mission initiated. Ich glaube, müssen wir das zu Fuß oder mit Katze? Ich glaube, wir durften mit Tieren, ne? Bam. Absolutely have to round up those nearby baby Maywings for, no, you know, so technical reasons. Okay, wir haben jetzt die... Baby platypuses are puggles, and flying squirrels have kids. Maybe we call these kittles. Also gut, wir haben jetzt wieder einen Timer, aber ich glaube, wir haben genug Zeit zum ein bisschen testen. Ah, jetzt geht's. Eben hatte ich kein Ammo, aber jetzt haben wir Ammo und können auch nachladen und alles funktioniert wieder. Wir haben jetzt Unlimited Ammo, aber wir haben wirklich nur diese eine Missionswaffe, die wir über Q aufrufen können. Und die hat nur einen Munitionstypen. Wir können da auch nicht irgendwie wechseln oder so. Tools. Das ist halt S+. Hallo. Und das funktioniert auch bei wilden Tieren. Das ist nicht mein Netz, das ist das Missionsnetz. Die ist ein bisschen cheaty, die Mission. Damit kann man gut zähmen. Also die kann man starten, wenn man Tiere zähmen möchte. Dann hat man unlimited Netze zur Verfügung. Was wir aber machen wollen, ist eigentlich die Mission abzuschließen. Und dafür müssen wir, glaube ich, wieder diese Spuren verfolgen. Ne? Müssen einmal da runter. 200 Meter, nicht zu weit springen. 200 Meter sind fast nichts. Moment, wir müssen kurz warten und aufladen. Und die Katze springt weiter als 200 Meter. Ich denke mal, das sind Allosaurus-Spuren, ne? Irgendwo? Ah ja, hier. Ich verfolge mal die Spuren und dann probieren wir das aus mit den Merwings. Die sind im Wasser. Okay. Apply Torpor.
Wir müssen jetzt einen irgendwie... Wie soll ich das denn im Wasser machen? Das ist ja nicht so einfach. Okay, wir gehen an Land und versuchen von da aus jemanden zu treffen. Und dann müssen wir halt hinterher irgendwie, ne? Okay, ich kann hier noch nicht stehen. Vielleicht hier auf den Felsen? Oh, die Mission gefällt mir immer weniger. Jedes Mal, dass ich sie ausprobiere. Jetzt kommen auch noch Wölfe, die gehören zur Mission dazu, ne? Das sind Missionswölfe. Die machen uns das Leben hier schwer. Und... Das war viel Schaden. Oh, was? Wieso? Okay. Das wird... Ich werde hier ziemlich durch die Gegend katapultiert. Das ist eine Katze. Die frisst die Wölfe. Ich glaube, ich habe niemanden getroffen. Wir müssen die erstmal aufräumen. Machen mal die Katzen hin. Okay. Schafft. Und die Wölfe. Die sehen total hübsch aus. Aber das sind Missionswölfe, die wir wohl nicht zähmen können, denke ich mal. Habe ich den Merwing getroffen? Wir müssen die Merwings jetzt irgendwie aus dem Wasser rausbekommen. Das ist echt nicht witzig hier. Da ist einer, der ist an Land. Ich würde ihn mal hinterher. Ein Piranha. Wir holen uns diesen. Also so ganz am Anfang, einen habe ich schon irgendwie getroffen, ganz kurz. Higgs. Den dürfen wir jetzt nicht aus den Augen verlieren. Da müssen wir hinterher. Aber der kann eh nicht so weit fliegen, wie wir springen können. Das passt schon. So. Da sind wir. Und wir sehen diese Torpor-Leisten. Wir müssen die halt nur wiederfinden und müssen die dann webben irgendwie, ne? Ich hab ihn jetzt nochmal. Der ist viel zu schnell. Da haben wir diesen Kompass. Welcher war denn das jetzt? Ist das unserer? Ich glaube schon, ne? Die ist verplant, die Mission. Einmal rüber. Hinterher. Oh je. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich steck fest. Mit dem Elch erst fressen. Der hat immer noch Angst, ne? Also wir können auf der Katze die Waffe rausnehmen, was mega cool ist. Natürlich. Aber ich habe jetzt den Merwing nicht getroffen. Aber es funktioniert schon. Ich habe irgendwie daneben geschossen. Komischerweise. Der hat jetzt über die Hälfte Torpor. Das heißt, wir versuchen jetzt, glaube ich mal, den zu webben. Wir wissen ja schon, dass das mit dem Webben nicht funktioniert, wenn die Tiere... Slow down. I should scan this. Na, scan mal. Wenn die Tiere noch keinen Torpor-Wert haben. Ist die gerade despawned? Ja. okay. Also die Quest ist wirklich extrem seltsam. Wir müssen jetzt auch mitten in diesem See irgendwelche Spuren verfolgen. Gucken, ob das geht. Müssen wir runtertauchen? Es geht so. Okay. Also vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen mehr beeilen mit den Merwings. Ich weiß auch nicht, ob das... Die Missionsbedingung ist, dass man die wirklich webbt. Geht das schon wieder los? Machen wir erstmal hier ein paar Wölfe weg. Und die Katzen? Okay, das war ein Merwing. Gut, dann haben wir den jetzt an Land hier. Und können versuchen, den zu betäuben. Oh, der ist da echt hochgekommen. Verrücktes Tier. Wir versuchen mal den da. Der bewegt sich nicht so viel. Habe ich den nicht getroffen? Als wäre dieses Fadenkreuz komplett falsch. Jetzt haben wir ihn getroffen. Hör auf, den zu fressen. Okay, ich habe ihn gewappt. Ich habe aber... Ich habe nicht den Merwing gewappt, sondern den... Den Teaser, ne? Und trotzdem haben wir irgendwie... hat unser Halenar uns jetzt gelobt. Also ich verstehe das ganze Ding nicht. Wir machen mal ein bisschen weiter und gucken, dass wir den Merwing vielleicht auch webben können. Aua. Bleitorpor. Komm zurück. Hinterher. Super komische Quest.
und super aufwendig, ne? Also es kostet mich super viele Darts. Wir dürfen den jetzt nicht wieder verlieren, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Okay, wir haben ihn verloren. Tracks found. Die Quest resettet jedes Mal, ne? Also jetzt muss ich wieder suchen. Und praktisch von vorne anfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht in dem Missionsgebiet bleiben müssen. Oder woran das liegt. Okay, der ist jetzt grün geworden. Und use Netgun. Ich habe es jetzt einmal geschafft. Der ist einfach so an uns hängen geblieben, dass er nichts machen konnte. Okay. Den haben wir jetzt irgendwie gefangen. Und jetzt machen wir das irgendwie noch mit ein paar anderen oder so. Vielleicht können wir die auch so einsperren, dass die nicht wegkommen. Einfach in die reinlaufen. Das hat ganz gut funktioniert. So. Die Katzen sind scheinbar ein bisschen unpraktisch. Da bleibt man gern drin hängen. Oh, der ist weg. Da müssen wir rüber. Springen! Hinterher! So. Da kann er von mir aus auch bleiben. Also eine sehr ulkige Mission. Wir müssen die irgendwie analysieren und dafür müssen die betäubt werden. So, jetzt ist er grün. Jetzt können wir die Kanone nutzen. Und der ist jetzt auch eingesammelt. Brauchen wir noch ein paar mehr. Guck mal das Ding weg. So. Da ist noch einer. Dann versuchen wir das mit dem. Hier geht es ganz gut im Tunnel. Da können sie nicht weg. Da können sie auch nicht abtauchen. Wird mal irgendwo hier an der Wand hängen, bitte. Ja, ist gut. Das war nix. Die sind irgendwie schwer zu treffen, oder ich weiß auch nicht. Darf mich auf das Fadenkreuz vielleicht nicht verlassen. So, muss immer über Kimme und Korn zielen oder so. Ja, jetzt hängt er wieder. Sehr schön. Der ist jetzt auch gleich fertig. Der wird jetzt grün. Jetzt können wir die Netgun nutzen. Dann haben wir den auch. Jetzt sind es immer noch 5. Da steht nicht, wie viele wir irgendwie fangen müssen oder so, sondern es geht irgendwie unendlich weiter. Ne? Ja, scan mal. Ich glaube, der despawnt gleich wieder. Ja. Okay, und jetzt geht es irgendwie ein bisschen weiter. Wir müssen wieder Spuren suchen. Das geht ja unendlich lange. Okay, das war's. Weiter geht's. Wir müssen gar keine Spuren suchen. Also, ich bin mir nicht sicher, wie die Mission funktioniert oder was das eigentliche Ziel ist. Ich glaube, wir müssen einfach möglichst viele Spuren verfolgen später. Dann kommt schon wieder irgendwas zurück. Lass mich! Weg! Und nicht den fressen, den brauchen wir noch. Das Pferd blutet. So, welcher ist denn unserer? Der da? Okay, also das werden jetzt mit der Zeit immer weniger. Also ich glaube, das macht schon was aus, ob man die jetzt zähmt oder nicht. Oder beziehungsweise betäubt oder nicht. Und webbt. Je öfter man das macht, desto weniger werden das dann. Und vielleicht ist die Quest dann beendet, wenn wir alle erwischt haben oder so. Jetzt sind nur noch 2 übrig. Auf jeden Fall geht es echt gut mit Nightshade. Also ich glaube, die sind da eine super Wahl. Die Shadow Manes. Und die Viecher hier, die sind sehr komisch. Manchmal haben sie Angst, dann wieder nicht. Und man hat immer komische Sachen. Da liegt der andere. Der ist schon gewappt. Der liegt da jetzt, glaube ich, bis die Mission zu Ende ist. Jedenfalls ist der immer noch da. So, das reicht schon. Wir verschwenden halt schon relativ viele Darts, ne? Okay. Einer noch. Let's go. Wo ist denn der letzte? Da oben ist noch einer. Den holen wir uns. Oh. Ich glaube, wir müssen erst wieder Spuren suchen. Moment. Wo sind die nächsten Spuren? Oh, Trail. Ja, und jedes Mal, wenn wir wieder praktisch Fortschritt gemacht haben, bekommen wir auch irgendwie Spuren wieder dazu. Müssen wir jetzt rückwärts gehen? Da geht's weiter, ne? Wir hätten die Spuren jetzt auch rückwärts verfolgen können, scheinbar. Da waren, glaube ich, auch noch weitere.
Okay, jetzt zählt das wieder langsam hoch. Mal gucken, ob beim nächsten Mal dann vielleicht nur noch eine von den Tieren da ist. Ein Memory. Genau, da oben ist eine. Ziemlich viele Katzen. Die sind aber überhaupt kein Problem. Die sind echt easy. Und außerdem, die Wölfe und die Katzen, die mögen sich nicht. Die gehen immer aufeinander los. Da oben auch. Das heißt, wir haben da eigentlich relativ wenig Stress mit. Die geben uns ein bisschen Fleisch und so. Und dann holen wir uns jetzt den letzten Marine. Mal gucken, ob die Mission dann vorbei ist. Oder ob dann wieder Nachschub auf uns wartet. Das war nix. So, also wir haben, glaube ich, schon so 25 Darts gebraucht. Vielleicht schieße ich auch einfach schlecht. Ich glaube, einen braucht er noch. So. Funktioniert. Jetzt können wir den netzen. Okay. Weiter geht's. Das war jetzt... Failed. Okay. Ja, was soll ich sagen? Die Mission ist gewissermaßen verwirrend. Also, da funktioniert eigentlich nicht so, wie man das irgendwie, wie man damit rechnet. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt nicht funktioniert hat, wieso die abgebrochen wurde. Ich habe alle Marewings gewebbt und habe dadurch dann verloren. Aber das war doch die Mission, die zu webben, oder nicht? Das stand doch so da. Also wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt den gerne in die Kommentare. Ich denke, das würde ein paar mehr als nur mich interessieren. Die Missionen sind teilweise ein bisschen sehr ulkig. Jetzt haben wir noch nicht mal eine Belohnung bekommen. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall so grob, wie die funktionieren könnte. Aber so richtig wissen wir immer noch nicht, wie die funktioniert. Also ganz komisch. Es gibt keinen Counter für die Marewings. Also keinen Zähler, wie viele man schon praktisch hier betäubt hat und so. Okay, wir schaffen das nicht ganz hoch. Müssen wir nochmal versuchen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, die alle zu webben. Oder ob das vielleicht ausreicht, wenn man da einen jedes Mal webbt. Oder auch keinen, man nur die Spuren finden muss. Das ist alles super komisch. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wenn man alle webbt, die Mission praktisch verloren ist. Ne? Auch sehr komisch. Okay. Ich denke, die Mission probieren wir jetzt erstmal nicht wieder. Ich habe gedacht, wir könnten die doch noch abschließen, aber das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Okay. Wir haben auf jeden Fall gut gelevelt, also es hat sich trotzdem irgendwo gelohnt. Aber so richtig überzeugt hat mich die Mission dann doch nicht. Gehen wir ein bisschen Hitpoints und Gewicht. Nightshade können wir, glaube ich, auch hochleveln. Ja? Gehen wir mal in... Nightshade hat schon 10.000 Hitpoints. Wir gehen mal in Melee-Damage. Die machen nämlich gar nicht so viel Schaden. Ich habe auch schon ein bisschen Movement-Speed gelevelt. Brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht so dringend, weil wir springen eh nur durch die Luft. 1000%! Mega gut. Wir springen ja immer nur, wir laufen gar nicht viel, aber auf dem Boden sind die auch gar nicht so schnell eigentlich. Da sind die ein bisschen normaler. Die Sprünge sind natürlich absolut crazy. Okay. Jetzt ein bisschen was zur Basis hier. Ich habe ein bisschen weiter gemacht. Ich habe gedacht, ich zeige euch das mal wieder. Das Gewächshaus ist jetzt fertig. Und ich habe hier oben, habe ich es nicht geschafft, die Dachteile reinzusetzen. Die beiden, die wollten nicht. Also ich habe es nicht versucht mit Vanillateilen. Ja, das hätte ich noch versuchen können. Aber ich habe das jetzt mal so gemacht, dass ich die einfach hochgeklappt habe. Das heißt, wir haben jetzt eine Öffnung, eine Belüftungsöffnung. Ist ja auch wichtig, dass die Pflanzen immer frische Luft kriegen. Und genau, das steht jetzt alles. Ich habe Rohre verlegt, kreuz und quer. Wir haben jetzt fast überall auch so diese Water Taps. Hier habe ich den irgendwie vergessen, aber wir brauchen den scheinbar nicht. Mal gucken. Was ich nicht habe, sind Seeds. Also wir haben keine Samen aus irgendeinem Grund. Ich habe hier eine Plant Species X gepflanzt. Ziemlich cool. Haben wir sie auch wieder. Da muss ich fast mal wieder die Animation aktivieren. Ja, standardmäßig sind ja die Animationen von den Pflanzen deaktiviert aus Performance-Gründen. Ich finde das so traurig. Man kann die aber, glaube ich, aktivieren über die INI-Dateien. Das müssen wir mal machen. Hallo. Auf jeden Fall habe ich mal eine davon wieder gepflanzt. Hatten wir auch schon länger nicht mehr stehen. Und ja, die Sache mit den Seeds. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wir hatten Seeds überall. Wir hatten hier Seeds drin. Wir hatten eine eigene Seed-Kiste. Ich hatte die auch in der Smithy mit drin. Also, fragt mich nicht. Wir hatten hier auch irgendwo Seeds mit drin. Und die sind alle verschwunden. Wir haben keinen einzigen Samen mehr aus irgendeinem Grund. Ganz, 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 ganz komisch.
Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder los und Seeds holen, dass wir überhaupt Gemüse pflanzen können. Ich glaube, mit Perry können wir ganz gut sammeln. Ja, müssen wir mal schauen. Hier gibt es ja genug Büsche. Muss da nur hinfinden. So. Genau. Das funktioniert. Perry sammelt auch ganz gut Seeds. Perrys, also die Marewings sind meine Bärensammler. Wir haben gar keinen Trike. Aber das funktioniert super gut. Ich glaube, wir brauchen keinen Trike. Die machen das echt gut. So. Haben wir jetzt alles? Mal schauen. Wir brauchen Severroots, Citronels, das sind Longgrass und das sind Carrots. Wir haben alles. Können wir wieder nach Hause segeln. Ich glaube, wir kommen da auch hoch. So. Jawohl. Perfekt. Easy. Easy. Okay. Dann können wir die direkt pflanzen. Und dann haben wir auch Gemüse. Dafür haben wir ja das Gewächshaus angeschafft. Ich denke, wir werden früher oder später... Wir brauchen noch die Seeds, ne? Auch so ein paar andere Pflanzen noch anbauen. Da gibt es, glaube ich, auch einige neue, die wir noch nie gesehen haben vorher. Da bin ich mega gespannt drauf. Aber die müssen wir noch finden. Die haben wir noch nicht gefunden. So. Dann das Zeug. Das haben wir jetzt noch nicht. Ein bisschen besser aufpassen, was ich eigentlich pflanze. Die Rock Carrots. Das ist Citronels. Und Longgrass. Dann brauchen wir noch die Kartoffeldinger, ne? Die Severroots. Okay. Gemüsepflanzung steht. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Alles klar. Ja, wir brauchen auch irgendwie mehr Licht. Ich weiß noch nicht so recht. Wir brauchen eigentlich die Tech-Sachen, dass wir überall so Tech-Lichter installieren können. Die sehen super cool aus und sind auch ziemlich hell aus der S-Plus-Variante. Ich habe jetzt noch ein paar Fackeln und so mit reingestellt. Die sind eigentlich auch ganz nett. Aber irgendwie... Wir wollten die auch so ein bisschen techie bauen, ne? Wir müssen aber erstmal Element dran schaffen. Wir wissen schon so ein bisschen, wo es Shards gibt und so. Und Staub, ne? Staub kriegen wir von den Defense Units und so zum Beispiel. Aber so richtig Element, eine Elementquelle haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da Bossfights machen müssen oder ob wir die auch anders bekommen. Wir können sie natürlich im Shop kaufen, aber das ist ein bisschen teuer. Mal schauen, was wir da machen. Für heute, glaube ich, müssen wir langsam schon wieder Schluss machen. Wir sind wieder ein bisschen schlauer. Wir haben jetzt nochmal die gleiche Mission versucht. Und ich denke, die ist auf jeden Fall in irgendeiner Form buggy. Das kann ja nicht sein, dass das so gedacht ist. Oh, Wasser. Super gut. Wir haben jetzt auch ein fertiges Gewächshaus. Und ich finde, das Style sieht auch mal ganz nett aus. Oder was komplett anderes. Ich habe mich da einfach mal so ein bisschen ausgetobt. Sieht sehr ulkig aus auf jeden Fall. Und da haben wir noch jede Menge Platz, um dann später drin noch diverse weitere so Pflanztröge zu installieren. Croplots. Und die ganzen neuen Pflanzen mal anzugucken. Ne? Es gibt ja inzwischen auch so viele. Es gibt die Plant Species X, die haben wir schon, die Y, die Z. Und es gibt noch neue Varianten, denke ich. Es gibt ja jetzt auch fleischfressende Pflanzen. Die haben aber, glaube ich, keine Seeds gedroppt. Ne? Ich will so eine fleischfressende Pflanze. Das wäre total witzig. Ich hoffe, dass es dafür auch Seeds gibt. Wir müssen einfach mal schauen. Auf jeden Fall wächst da in dem anderen Biom einiges an Zeug und das eine oder andere können wir bestimmt selber auch pflanzen, oder? So ein Tentakel oder so? Mal gucken. Wir werden sehen. Das war's aber für diese Folge. Ich gehe mal wieder rein, weil hier ist es ziemlich nass. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Genesis. Macht's gut und bis dann.